Hallo liebe Leute und willkommen zurück zu Minecraft. So, da sind wir nun bei den zweiten 1000 Folgen von Minecraft. Hier ist die erste. Ja, ich will mich gerne nochmal bedanken. Also vielen Dank für die Glückwünsche zu Folge 1000. Hat mich sehr gefreut. Es haben einige gesehen und ja, es war schön. Danke sehr. Okay, genug der Vorrede. Ich habe ja gesagt, es gibt einige Neuerungen ab Folge 1001. Und die wollen wir jetzt einfach mal ein bisschen so anschauen. Zunächst einmal das Allerwichtigste, ich bin hochgegangen auf die Minecraft-Version 1.10.2, genau. Zur Überlegung stand auch 1.9.8 oder irgend sowas, weil es auch dafür viele Mods gab. Aber irgendwie bin ich dann einfach zur 1.10.2 gegangen. Ich glaube, ich habe zuerst mal nachgesehen, was es für diese Version an Mods gibt und dann bin ich einfach dabei geblieben. Einige habe ich mir rausgesucht. Auch schon eingebaut, einige noch nicht. Das kommt dann wahrscheinlich irgendwann so in den nächsten Folgen. Da kann ich mir noch ein bisschen Zeit lassen. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal einfach so durch, was es so alles an Neuem gibt. Minecraft läuft jetzt auch flüssiger hier, genau. Das hat ja vorhin immer so geruckelt, aber wenn ich jetzt hier so rumlaufe mit all den Lichteffekten und so weiter, läuft es jetzt richtig gut. Ich habe Minecraft auch ein bisschen mehr Arbeitsspeicher zugewiesen. Ich weiß es nicht, sind das jetzt 2 GB oder so? Naja, weiß ich nicht mehr. Ist ja auch egal. Na okay, gut. Schauen wir mal, was alles Neues ist. Auffällig ist natürlich rechts die Minikarte. Die ist jetzt quadratisch. Aber machen wir kurz vorher etwas anderes. Schaut mal nach links oben in die Ecke. Da ist sowas wie eine kleine Uhranzeige. Eine kleine Zeitanzeige, also eine Uhr. Wir sehen da gerade ein Sonnensymbol, weil draußen Tag ist. Ne? Geht doch mal auf. So, weil draußen Tag ist. Nachts ist dann ein Halbmond. Und die Sonne oder der Halbmond gehen eben von links nach rechts und zeigen so den Tag an. Das ist ganz einfach, nichts weiter. Ich kann die abschalten, aber ich lasse sie eigentlich immer an. So, das war das eine. Das andere ist diese Minikarte. Das sieht jetzt dieses eckig und nicht rund. Ist auch eine andere Mod. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Xaero oder so ähnlich. Ja, da gibt es nicht viel zu sagen. Sie bildet alles scharf ab. Die gelben Punkte sind Mobs. Wenn sie rot sind, sind sie feindlich. Wenn sie gelb sind, sind sie freundlich. Und dann gibt es noch so andere Sachen. Schauen wir mal so. Ah, hier, da liegt was. Hier so türkis. Da liegt eben irgendwas, was man aufsammeln kann. Das wird wahrscheinlich jetzt ein Ei sein von dem Huhn, das man da nicht sehen kann, weil es da unten liegt. Irgendwo da so. Naja, egal. Okay, ich kann die... Was war das mit H? Nee, da kann ich das wegmachen. Und wie kann ich das groß und klein machen? Hier. Ach so, ja, genau. Hier kann ich sie groß machen. Wenn ich die Taste loslasse, ist sie wieder klein. Ist nichts weiter. Okay, was haben wir noch? Ach so, ich kann da... Was war das? Größer, kleiner. Ja, genau. Da sieht man mir. Diese vielen gelben Punkte, das ist die Weite. Das sieht man ja sofort. So, dann ist sie wieder klein. So, ja, da kann ich eben hin und her machen. So, wie es mir beliebt. Ich mach mal so, so... Ja, so. Okay. Soviel zur Minikarte. Eine weitere Mod vom gleichen Autor ist diese Weltkarte hier. Die sieht so ähnlich aus wie die, die wir schon kennen. Also die ist jetzt natürlich, da ist jetzt noch nicht so viel, weil ich die ganze Welt ja sozusagen erst wieder neu entdecken muss. Aber ja, entdecken im wahrsten Sinne des Wortes. Aber gut, das kommt schon mit der Zeit. Die ist ein bisschen schärfer abgebildet, das ist sehr schön. So, hier sieht man noch ein paar rote Punkte, also dieser rote Pfeiler, das ist die, da stehe ich natürlich. Bei diesen roten Punkten, das kann man sehen, wo ich gerade lang gelaufen bin. Gehen wir mal wieder raus. Jetzt laufe ich mal hier in diese Ecke. Und dann sieht man da diese ganzen Pünktchen da. So, hier, ja. Okay, ist so ein kleines Gimmick. Mehr kann man damit nicht machen. Ich kann rein und raus zoomen und hin und her schieben. Dieses Quadrat, was ihr hier so seht, was da immer mit dem Pfeil mitgeht, das ist immer ein Junk. Da kann man sehen, wo die Junk-Grenzen sind. Nichts weiter. Okay, oben haben wir noch die Koordinaten und die Vergrößerung. Okay, hier haben wir auch Koordinaten in der Minimap. Gut, was gibt's denn noch Neues? Etwas, worüber ich mich sehr, sehr freue. Und zwar, man beachte, ein größeres Inventar. Das kann ich jetzt so hoch und runter machen. Jetzt kann ich... Ja, jetzt habe ich da gerade nichts drin. Achso, Moment, ich kann ja mal... Hier, ich habe jetzt ein neues Inventar auch noch. Da komme ich gleich nochmal drauf. Ich zeige euch jetzt erstmal das hier, diese Arbeitsleiste. So, ich habe jetzt diese Gegenstände hier da oben hingetan. Wenn ich jetzt auf die linke Steuerungstaste drücke, sehe ich die auch hier wieder. Und jetzt kann ich mit dem Mausrad einfach so
hin und her fahren, hoch und runter. Und dann wird alles das, was da drin ist, um eine Zeile nach unten geschoben oder nach oben, je nachdem. Und so kann ich das dann machen, wie ich es haben will. Das ist dann praktisch, wenn ich was bauen will, wo ich viele verschiedene Materialien habe. Und dann kann ich da immer so schön hin und her schalten. Ich will jetzt aber... Ich hatte doch was zu futtern. Aha, hier liegen die. Ich weiß nicht, warum die jetzt weg sind. Wahrscheinlich, weil ich auf die verkehrte Taste gedrückt habe. Okay. Ach ja, ich habe hier noch ein paar Fressalien in der Fressalienkiste gefunden. Die will ich einfach mal aufbrauchen. Fange ich doch gleich mal mit dem hier an. Mit dem Kürbiskuchen. So, was haben wir Neues? Also das hier, das freut mich sehr. Das ist echt gut. Ach, man sieht auch bei dem Grafikpaket... Ja, also die Grafik ist ja noch die gleiche. Die Glasscheiben haben jetzt nicht mehr diesen Rand hier. Die sind jetzt wieder verbunden. Gefällt mir eigentlich nicht so gut, aber ja, das ist ja nicht so schlimm. Okay, jetzt geht nochmal eben rein, weil mir gerade was eingefallen ist. Schaut mal auf die Minikarte. Jetzt bin ich drin im Haus. Jetzt gehe ich raus. Und jetzt wird es größer. Es gibt also eine Innenansicht und eine Außenansicht. Eine sogenannte Höhlenansicht oder wie auch immer. Ich glaube, Höhlenansicht heißt das. Naja, ist nicht so wichtig. Okay, was haben wir jetzt noch Neues? Das Inventar, das haben wir uns ja vorhin schon mal kurz angeschaut. Ich mache es nochmal auf. Hier gibt es was Neues. Also diese Felder hier, das ist ja alles gleich. Das wissen wir ja schon. Das kennen wir auch hier und das hier auch. Neu ist dieses hier, aber das ist auch schon bekannt. Das gibt es seit der Version 1.9. Das ist ein Feld, wo man einen Schild in die Hand nehmen kann oder irgendwas anderes. Werde ich wahrscheinlich nie benutzen, weil ich es nicht brauche, aber ist ja egal. So, das hier ist was ganz Besonderes. Das hat zu tun mit diesen 6 Feldern da außenrum. Das ganz rechts, das ist Not Enough Item oder wie das heißt. Das habe ich mir einfach mal so dazu gemacht, damit man im Überblick hat, was man denn da so alles an Klötzchen und Sachen so zur Verfügung hat. Wenn man mal so ein bisschen kreativ sein will. Nichts weiter. Ist nur so ein bisschen zur Übersicht. Okay, kommen wir zurück auf dies hier. Man hat das schon gesehen. Ich gehe da mal wieder hin. Moment, wo war das denn? Noch eins weiter. Hier, da, das da. Diese Dinge hier, die sehen ja so aus wie das hier. Und die kann man... Das sind Sachen, die man sich... Was ist das? Stones? Inventory Upgrade. Ja, okay, die heißt Upgrade. Und die Stone Storage Unit. Also so eine Speichereinheit. Okay, die kann man sich bauen. Ich muss nochmal nachschauen, wann, aus welchen Materialien. Und da braucht man ein paar davon, die setzt man wiederum zusammen und dann kriegt man so, hier das ist das erste, ein Upgrade. Und wenn man das dann hat, dann legt man das da rein und dann schaltet sich das erste Zusatzfeld hier frei. Und so geht das mit den anderen auch. Und da braucht man immer wertvollere Materialien. Bei dem ersten braucht man nur Holz, da braucht man Glattstein, dann braucht man Eisen, Gold, Diamant und Smaragd. Genau. Das werden wir also jetzt in den nächsten Folgen so nach und nach dann freischalten und uns das alles basteln. Okay, so wie zum Inventar. Und mehr ist das nicht. Na, finde ich ganz gut. Man muss sich ein bisschen Mühe machen, Materialien sammeln, sodass man das so nach und nach freischalten kann. Okay, so wie zum Inventar. Was ist denn noch neu? Ach ja, vielleicht hat man es ja schon mitgekriegt. Ich habe Mo Creatures installiert. Irgendwo fliegen, hopsen Tierchen rum. Mal schauen, wir haben gerade nichts. Und man hört es auch... die Vöglein zwitschern und sonstige Hintergrundgeräusche gibt es. Das kommt von, wie heißt das, Ambient Sounds oder so ähnlich. Da haben wir eine Ameise. Also okay. Mo Creatures. So, was haben wir noch Neues? Ich guck mal eben nach. Ach so, oh ja, was ganz Wichtiges. Ja, da muss ich mal nach da vorne laufen. Endlich habe ich das. Ich habe nämlich, wie heißt das, Tree Chopper... Ja, ich glaube schon. Tree Chopper. Also endlich dies, was ich mir schon lange gewünscht habe. So, hier. Jawohl, und der ganze Baum ist weg. Nehmen wir den auch gleich nochmal. Ne, bei dem geht's nicht, weil jetzt... Oh doch, da war doch noch ein bisschen Laub. Okay, ich glaube Tree Chopper heißt die. Heißt diese Mod und sie funktioniert. Auf dem Server leider nicht, habe ich schon ausprobiert, aber... Vielleicht kann ich da noch was machen. Hier funktioniert sie auf jeden Fall und das ist gut. Ich gehe mal eben ins Bett, um... Ach ja, genau, das habe ich auch schon festgestellt. Wenn die Sonne, wenn ihr mal nach links oben schaut, über diesen letzten Punkt hinweg ist mit ihrem Rand, dann kann man sich hinlegen. Dann ist Nacht. Oder also dann ist noch nicht ganz Nacht, aber dann kann man sich hinlegen. Noch geht's nicht.
Dann schauen wir gleich mal morgen, was denn noch so alles neu ist. Ich muss selbst nochmal überlegen und nachschauen, aber im Großen und Ganzen, glaube ich, war es das schon. So, Moment, ich kann mich noch nicht hinlegen, aber gleich. Na und. Na komm schon, jetzt. Okay, ach, ich habe ja auch Wegpunkte wieder angelegt, genau, die habe ich einfach übernommen, das sieht jetzt ein bisschen anders aus, funktioniert aber sehr gut. Ich musste bislang nicht neu laden, also das ist ganz angenehm. Naja, ist eine höhere Minecraft-Version, Mod, die dazu passt zur Version und so weiter und so fort. So, jetzt schauen wir mal, was ich denn noch so alles da habe. Minecraft Coder Pack, weiß ich nicht, das braucht man irgendwie so. Forge, ja genau, das Ganze basiert auf Forge und, ach ja, Optifine ist auch drauf. Da habe ich jetzt auch dieses Fernglas wieder hier so. Ich brauche es zwar eigentlich nicht, aber gut, ich habe es jetzt wieder. Ach ja, ich habe ja noch diese Enchanting-Mod, habe ich Enchanting-Plus, wie das heißt. Weiß ich jetzt gar nicht mehr, dass ich mir Verzauberungen machen kann. Das hat das ist noch ein bisschen komplizierter. Das muss ich erst irgendwie freischalten. Also noch funktioniert es nicht, weil ich ja diesen Tisch nicht habe. Sieht man den hier irgendwo, wenn wir das schon hier offen haben? Schnell im Überblick. Ne, hier nicht. Das sind auch hier so viele Spawn-Eier, weil ich ja von More Creatures da was drin habe. Ich muss hier mal schauen. Nö, da nicht. Was suche ich eigentlich? Jetzt habe ich es wieder vergessen. Ach ja, doch, diesen. Ja, ja. Nö, sehe ich jetzt nicht. Aber das hier, ach doch, das hier ist es. Table Upgrade. Das muss man sich bauen. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, woraus. Da muss ich dann nochmal nachschauen. Das mache ich jetzt eben irgendwann so demnächst. Und dann kann ich das da auf diesen Tisch da drauf packen und dann kann ich mir meine Verzauberungen fast aussuchen. Ihr seht jetzt hier diese Schriftrollen. Die kriegt man ab jetzt, wenn man einen Zombie oder einen Skelett oder sowas totschlägt. Dann lassen die sowas ab und an mal fallen. Und auf diese Weise sammelt man die ganzen Zauber und dann hat man sie freigeschaltet. So ganz genau weiß ich das jetzt auch nicht mehr, aber so in der Art funktioniert das. Okay, das war dies und was haben wir denn noch? Jetzt ist es nicht mehr viel. Hier Ambient Sounds heißt das, genau. Advanced Inventory haben wir auch schon gesehen. CX Library, das braucht man für diese Enchanting Mod. Ja, doch, so war das. Bookshelf, ja, das auch. Oder irgendein anderes. Hier Glock, das haben wir auch schon gesehen. Custom Spawner braucht man für Those Creature. So, hier, Enchanting Plus heißt das, genau. Ford Fertilizer, genau, das müssen wir uns noch anschauen. Und Flesh to Leather. Inventory Tweaks, Just Enough Item. Da muss ich mir nochmal genau anschauen, was das ist. Das hat mit diesen Übersichtsdingern zu tun. Quick Hotbar haben wir auch schon. Tree Chopper, genau. Und Minimap und World Map. Okay, dann waren noch zwei Sachen. Ach ja. Machen wir erstmal das hier. Flesh to Leather. Ich habe eine Mod gefunden, mit der man dieses verrottete Fleisch irgendwie verarbeiten kann. Und zwar zu Leder. Das machen wir jetzt gleich mal. Und dann kann ich auch so Leder kriegen. Und das Fleisch hat noch einen Sinn. Ich werde mir natürlich, falls es nötig ist, dennoch erlauben, ins Schummelmenü zu gehen und mir Leder zu holen, falls es nötig ist. Aber wir können das jetzt auch auf diese Weise machen. Wo haben wir das denn? Hier so und das Fleisch da rein. So. Und jetzt brät das zu Leder. Das wird jetzt gleich hier erscheinen und aber auch gleich wieder durch den Trichter in die Kiste gehen. Und, na, da ist es kurz aufgeblinkt. Hat es kurz aufgeblinkt und hier sehen wir es. Da ist das Leder. So kann ich jetzt Leder kriegen. Okay. Da haben wir dies. Und das letzte nochmal. Da muss ich aufs Feld gehen. Ja, diese Türen, die nerven. Das habe ich mehr oder weniger zufällig entdeckt. Eigentlich brauche ich es nicht. Ich fand es aber sehr lustig und deswegen habe ich das mitgenommen. Es funktioniert auch. Es ist ja leider nicht so ganz optimal. Moment, wir müssen einfach so aufs Feld gehen. Und erstmal hier ein bisschen was abholzen. So, jetzt. Das muss genügen. Und ich muss was Neues anpflanzen. Wahrscheinlich könnt ihr euch ohnehin schon denken, was es ist. Ich habe es ja vorhin schon gesagt. Aber wir schauen uns das mal an. Also ja, wann braucht man das schon? Ne? Irgendwie, wenn man auf eine ganz besondere Pflanze wartet oder so. Das müsste auch bei Setzlingen funktionieren. Das können wir auch gleich nochmal ausprobieren.
Aber erstmal hier bei so ganz normalen Sachen. Ich schalte mal eben um auf die Hinteransicht. Und dann lasse ich mal kräftig einen ziehen. Naja, leider hört man es nicht immer. Jetzt aber. So, und siehe da, alles wächst und gedeiht dank der... ja. Dank der Ausdünstungen, die da aus mir rauskommen. So, wunderbar. Okay. Also, schöne Spielerei. Es ist nicht wirklich notwendig, aber es ist ganz lustig. Deswegen habe ich das da drin. So, jetzt will ich das mit einem Setzling ausprobieren. Ich habe hier sogar Birkensetzlinge. So, jetzt setze ich mal eine Birke dahin. Also, es müsste funktionieren. Ich meine, dass es funktioniert. So, nochmal. Ich gehe nochmal in die Ansicht hier. Moment. Was macht denn da so Geräusche? Egal, ich kümmere mich gleich drum. Jetzt sehen wir uns das mal an hier. So. Ob es wohl funktioniert. Was? Was? Wie? Was? Wo? Ach, tatsächlich. Ich stand wohl irgendwie auf dem... Ne, die Kamera hat sich verdreht. Okay. Es funktioniert auch bei Bäumen. Ja, wunderbar. Wenn ich mal schnell einen Baum brauche, dann kann ich das so machen. So, hier. Also, dann schlage ich den Baum wieder ab hier. So, dann ist er weg. Ja, dann sind wir durch mit den ganzen Mods. Das ist jetzt alles neu. Ich glaube, ich habe nichts vergessen und nichts Wesentliches unerwähnt gelassen. Ich freue mich schon drauf, mit diesen Sachen nun zu arbeiten. Insbesondere hier mit diesem Inventar und mit diesem Inventar hier. Wir könnten doch gleich mal schauen, ob wir das erste hier freischalten können. Ja, aber ich probiere einfach mal rum. Ich kann mich noch erinnern, ich brauche